Jetzt komm aber, Miss Rosie. Ich bin es leid, dass du an jeder Ecke herumschnüffeln musst. Morgen gehst du wieder mit Frauchen. Was hast du denn nun schon wieder? Pfui, pfui. Zeig mal hier. Ein Werbezettel. Hörspielprojekt. Die Community für Hörspielmacher. Blutbad. Absolut übel, wie sie den Jungen zugerichtet haben. In der Nacht hat es noch einen Fall gegeben. Ein Obdachloser, ausgeblutet und ebenso schlimm zugerichtet wie dieser arme Kerl hier, wurde in einem Müllcontainer gefunden. Etwa der, der vor die Presse getreten ist? Möglich. Nähere Informationen habe ich noch nicht. Was haben die mit seinem Hals gemacht? Sieh dir das an. Wie die Tiere. Unglaublich. Sieht nach einer Bisswunde aus. Mhm, du sagst es. Meine Freundin Pam wurde ja auch von einem Patienten gebissen, der dann aus dem Krankenhaus geflüchtet ist. Ich denke, da könnte es einen Zusammenhang geben. Oh, das tut mir leid. Wie geht es ihr? Ist ein bisschen durch den Wind. Morgen müssen wir erstmal zum Arzt. Hab mir Freitag Überstunden genommen. Du wirst also das verlängerte Wochenende Ruhe vor mir haben. Ach, du machst mich zum glücklichsten Menschen auf Erden, Kollege. Aber wie ich den Chef kenne, drückt er mir einen Neuling aufs Auge. Am Montag will ich dann doch lieber wieder dich an meiner Seite sehen. Ich sehe mal zu, was sich da machen lässt. Gehen wir nachher noch auf ein Bierchen zu Stokes? Meinetwegen. Aber nicht lange. Pam wartet. Und du bezahlst, wenn du morgen schon frei bekommst. Abid, du wolltest uns sprechen? Ja, wollte ich, Bruder. Habt ihr schon gehört? Ein Mitglied der Spiders ist heute abgemurkst worden. Hey, jo, und die verdächtigen jetzt uns, oder was? Ja. Zumindest haben sie eine Drohung ausgesprochen. Lass uns einfach in das Gebiet der Spiders und die mächtig aufmischen. Laszlo, pünktlich wie immer. Hey, ihr sollt mich doch Claw nennen. Jo, vergiss es. Alter. Klar, gut, dass du kommst. Wir werden zu Caesar gehen. Du kommst mit und auch Samuel. In dieser Phase brauchen wir etwas Besonnenheit. Alles klar. Oh, ich hab mir da was Schönes gebaut. Dann kann ich gleich meine neue Waffe ausprobieren. Hey. Was hast du an Besonnenheit nicht verstanden, Claw? Lass es lieber, Laszlo. Sonst tust du dir denn noch selber weh. Was ist das für ein Ding? Oh, ein Nunchaku, Mann. Hab's in einem Kung-Fu-Film gesehen und nachgebaut. Geiles Teil. Ein Mann von Caesar ist tot, Claw. Wir müssen ihn davon überzeugen, dass es keiner von den Eagles war. Einen Gangkrieg kann im Moment keiner gebrauchen. Wann brechen wir auf? Noch heute Abend. Cockroach hält hier die Stellung. Sieh zu, dass die Jungs keinen Mist veranstalten. Keine Sorge, Cockroach verschafft sich schon Respekt. Da bin ich mir sicher. Behalte alles im Griff. Und Cockroach, Hände weg von meinem Zeug. Ja, du weißt schon, was ich meine. Hey! Du kennst mich. Ja, eben. Gut, dann sehen wir uns nachher. Eins noch, Samuel. Du stinkst, als hättest du seit einer Woche keine Dusche gesehen. Wir wollen doch nicht wie irgendwelche Straßenpenner da auftauchen. Sorry, ich habe jetzt die letzten beiden Nächte in irgendwelchen Hauseingängen übernachtet. Hab Stress mit meinem Vermieter. Na gut, dann kommst du jetzt erstmal mit zu mir. Kannst meine Dusche benutzen. Hast du Hunger? Meine Shirley kann zwar nicht viel, aber kochen hat sie drauf. Danke, Abid. Mein Magen sagt gerade, dass ich die Einladung unbedingt annehmen soll. Du bist wer? Mein Name ist Saul Schaber. Ich habe gehört, dass du hier einer der Bosse in den Straßen von Brooklyn bist. Da hast du nichts Falsches gehört, Weißbrand. Ich möchte bei dir einsteigen, das ganz große Geld machen.
Das wollen viele. Warum sollte ich dir helfen? Weil ich dir Macht geben könnte. Boah, Alter, setz deine Sonnenbrille wieder auf. Du siehst ja übel aus. Haben die Bräute auch solche Augen? Wir leiden an einem Virus, der das mit sich bringt, aber er macht uns auch agiler, stärker. Ich kann es schlecht erklären, aber in mir haben sich raubtiermäßige Reflexe entwickelt und eine Stärke, die ich vorher nicht kannte. Ich brauche nur etwas Blut und schon flippe ich förmlich aus. Hey, warte mal. Hast du etwas mit dem Mord an unserem Gangmitglied zu tun? Man sagt, er hätte unnatürlich viel Blut verloren. Es tut mir leid, aber ja, so ist es wohl. Bist du ein Vampir, so ein Scheiß? Das könnte man fast sagen, aber ohne die ganzen Handicaps. Stimmt, du stolzierst hier bei Tageslicht umher. So ist es. Okay, ich bin auch kein Freund von Knoblauch, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt sollen wir uns von dir beißen lassen, oder was? Von mir oder den beiden Damen hier. Ihr werdet es nicht bereuen. Diese Gang wird ganz New York beherrschen. Das verspreche ich euch. Alter, du bist verrückt. Ich glaube kaum, dass hier einer Lust auf eure perversen Sexpraktiken hat. Auch wenn deine beiden Bitches echt nicht schlecht aussehen. Gibt's Freiwillige? Hey, ich stehe auf perversen Kram. Die Kleine da soll's tun. Okay, mach es, Ashley. Ich? Na, was ist? Wenn sie nicht will, ich werde es tun, Hübscher. Ist mir auch recht. Diesen Kuss wirst du nicht vergessen. Dann zeig mal, was du... Ruhig. Es ist noch genug da. Danke, Shirley. Ich wünschte mir einen zweiten Magen. Das war wirklich gut. Mein Kompliment. Siehst du, Abid? Dein Mann weiß, was eine Frau hören möchte. Von dir kommt ja nur ab und zu ein "War okay". Ach, Baby, du weißt doch, dass ich deine Kochkünste schätze. Das muss man nicht jedes Mal extra sagen. Wir müssen übrigens gleich nochmal los. Wird es spät? Ich hoffe nicht. Ich muss ein paar Takte mit Caesar sprechen. Der von den Spiders? Ja, genau. Sei bloß vorsichtig. Du kennst seinen Ruf. Ach, keine Sorge. Bruce Lee wird uns begleiten. Wer ist denn das? Sagen wir dir später. Zunächst muss er sich bewähren. Ich muss sie unbedingt sehen, Dr. Hooper. Können Sie mich denn nicht irgendwie dazwischen schieben? Craig, Sie wissen doch, wie es bei mir aussieht. Unsere nächste Sitzung ist in einer Woche. Vorher kann ich nichts für Sie tun. Mir wächst alles über den Kopf. Ein Patient ist aus meiner Klinik verschwunden. Wahrscheinlich handelt es sich bei ihm sogar um den Killer, der Brooklyn unsicher macht. Ja, das ist schlimm, aber... Und heute habe ich eine unglaubliche Dummheit gemacht. Ashley, eine junge und gut aussehende Schwester, ich habe ihre Signale falsch gedeutet, denke ich. Ich habe sie berührt, also nur am Knie, aber sie hat schnell mein Auto verlassen. Wenn das nach oben geht, machen die mich fertig. Hab sowieso keinen guten Stand bei der Krankenhausleitung. Craig, setzen Sie sich zu Hause mit Ihrer Frau zusammen und reden Sie über die ganze Sache. Ganz in Ruhe. Und dann kommen Sie erst einmal runter. Meine Frau hat mich verlassen. Mit den Kindern. Aber das wissen Sie doch. Darüber haben wir doch schon gesprochen. Ich habe momentan meine Unterlagen nicht bei mir. Entschuldigen Sie, aber... Gibt es denn niemanden in Ihrem Leben, mit dem Sie vielleicht über alles reden können? Also, ja, also einen guten Freund oder vielleicht Ihre Eltern? Meine Eltern? Ich habe auf jeden Fall im Moment keine Zeit für Sie. Meine Frau und ich, wir sind auf dem Sprung. Ein Konzertbesuch, wissen Sie? Wir haben Karten für Frank Sinatra. Das verstehen Sie sicher. Ich... Entschuldigen Sie die Störung, Dr. Hooper. Nächste Woche stehe ich Ihnen wieder voll zur Verfügung, Craig. Und grüßen Sie Ihre Frau von mir. Dieses Riesenarschloch. Nach dem Bier muss ich aber unbedingt gehen, Reggie.
Deine Pam hat dich ja ganz schön unter der Kandare. Als du noch nicht mit ihr zusammen gewohnt hast, warst du weitaus lockerer. Kann sein. Aber im Moment habe ich auch besonders viel Stress. Oder lassen dich die Morde kalt? Dann noch der Angriff auf Pam und unser Kater ist auch noch verschwunden. Ist ein bisschen viel gerade. Ja, war nicht so gemeint. Ach, du kennst mich. Meinst du, es handelt sich bei all den Morden um denselben Täter? Schwer zu sagen. 3 Leichen. Die erste mit einer Schere erstochen, die beiden anderen mit einem Messer und allen fehlte gehörig viel Blut. Ich würde auf Ja tippen. Hoffentlich erwischen wir bald dieses kranke Schwein. Ja, wäre zu wünschen. Eine junge Frau, ein alter Obdachloser und ein junges Gangmitglied. Was haben die gemeinsam? Hm? Unterschiedlicher kann man ja nicht sein. Ja, das ist neu. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Killer oder die Killerin einfach wahllos handelt. Das wäre sowas von untypisch. Wer weiß schon, was in diesen Wichsern vorgeht. Auf die Wichserbekämpfer. Und darauf trinke ich gerne. Da ist ja mein schöner, braver Kopf. Du hast Bier getrunken. Ja, ich war kurz mit Reggie bei Stokes. Aber morgen bin ich den ganzen Tag für dich da. Du musst doch zu Dr. Phillips, oder? Oh, ich überlege noch, ob ich dahin will. Als Krankenschwester müsstest du eigentlich wissen, dass das keine Sache des Wollens ist. Du hast schließlich eine Bisswunde. Die muss weiter behandelt werden. Weißt du noch, als ich im letzten Jahr von Herkules gebissen wurde? Das war das Gleiche. Ja, ja. Ich werde morgen mal ein paar Flyer mit dem Bild von Herkules ausdrucken lassen. Vielleicht sieht ihn einer der Kinder. Miau. Der arme kleine Herkules. Miau. Was ist los mit dir? Du mochtest ihn doch auch immer. Ich mag dich. Ja, das hoffe ich auch. Aber sorry, Baby, ich bin jetzt echt müde. Also gut. Aber Hunger hätte ich noch. Sorry, Honey, aber ich bin zu müde, um mich jetzt noch an ihn herzustellen. Tun Sie das nicht! Der Freitod ist doch keine Lösung! Bleiben Sie da stehen oder ich springe! Hören Sie, ich bin Polizist. Sie können mit mir über alles reden. Ich habe zu viel falsch gemacht in meinem Leben. Meine Frau hat mich verlassen mit den Kindern und jetzt noch diese ganze Scheiße. Wovon reden Sie? Ich will nicht mehr. Wie heißt Ihre Frau? Vielleicht kann ich mit ihr Kontakt aufnehmen. Sie reden dann mit ihr in einem schönen Café oder in einem Restaurant. Ich kenne da ein wirklich gutes an der Ecke 23. und... Nein! Verfluchte Scheiße. Zentrale, bitte kommen. Suizid an der Brooklyn Bridge. Männlicher Weißer, etwa 50. Danke nochmal, dass ich diese Nacht bei dir pennen kann, Abid. Freu dich nicht zu früh. Wenn Shirley erstmal loslegt, sie ist eben immer überglücklich, wenn sie mich sieht. Hast du gemerkt, oder? So soll es sein, Bruder. Ja, nimm keine Rücksicht auf mich. Zur Not stopfe ich mir was in die Ohren. In meiner letzten Wohnung brauchte ich sowas ständig. Dünne Wände, verstehst du? Ein bisschen Watte reicht da. Ich lege dann immer eine Platte von Jimi Hendrix auf. Danach ist zwar auch keine Ruhe, da die Nachbarn immer gegen die Wände klopfen, aber immerhin ist dann mit den hohen Spitzen Schreinschluss. Das glaube ich. Er kann auch schon zu der Musik von Watchtower ficken. Ich dachte, du wohnst noch bei deinen Eltern, Claw. Was sagen die denn dazu? Oh, halt die Klappe, Mann. Wahrscheinlich klopfen seine Eltern gegen die Wand. Ach, Kopfkino. Seid mal froh, dass ihr meine Freunde seid. In diesem Stadtteil war ich schon lange nicht mehr. Seit Caesar hier die Straßen beherrscht, ist es nicht mehr dasselbe. Ja, sein Vorgänger gehörte noch zur alten Schule. Bei dem alten Gomez gab's eins aufs Maul, wenn man sich ohne triftigen Grund hier blicken ließ. Und gut war's.
sitzt doch immer noch im Knast, oder? Man munkelt, dass Caesar etwas damit zu tun gehabt hat. Hat ihm irgendwas untergeschoben und dann den Cops einen Tipp gegeben. Er sitzt noch für Jahre. Und Caesar konnte Gomez so beerben. Ja, so war das wohl. Alles nur Gerüchte, aber klingt für mich logisch. Hab den Typen noch nie gesehen. Ach, da hast du nichts verpasst. Hat ein schlecht tätowiertes Spinnennetz am Hals. Und er ist groß, sehr groß. Dieser schwarze Motherfucker misst fast 2 Meter. Da ist es doch, oder? Ja, genau. Du bleibst hier und wartest auf uns, Claw. Wir sehen zu, dass wir vernünftig mit ihm sprechen können. Okay. Los, komm. Du warst aber schon mal hier, Abid, hm? Und ob. Früher öfter, da habe ich mir ab und an eine Line mit Gomez geschnupft. War ein cooler Typ. Was wollt ihr? Sag Caesar, Abid von den Eagles will ihn sprechen. Wartet. Nettes Kerlchen. Vermutlich auf Muttermilchentzug. Kommt rein. Legt eure Waffen dort in die Kiste. Alles klar, Mann. Welch seltener Glanz in unserem bescheidenen Heim, Abid. Ich grüße dich, Caesar. Was kann ich für dich tun? Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr die Eagles dafür verantwortlich macht, dass einer eurer Männer aufgeschlitzt wurde. Da muss ich entschieden widersprechen. Ich habe meine Leute im Griff. Das weiß ich doch, mein alter Freund. Das hat sich bereits geklärt. Wir haben den Schuldigen. Ach ja? Komm doch einmal zu mir, Soul Shaper. Natürlich. Dann beichte mal. Ich habe den jungen Mann getötet. Wie hieß er noch gleich? Matt. Aber seine Freunde nannten ihn Großmaul. Ich habe ihn aufgeschlitzt und sein Blut getrunken. Was? Er ist der verdammte Dracula-Mann. Ist das nicht cool? Er und seine beiden Schlampen kamen zu uns, damit wir an ihre Kraft teilhaben können. Alles, was er dafür wollte, ist unsere Loyalität. Ich habe jetzt eine kleine Armee. Es wird sich einiges ändern in Brooklyn. Oh ja, Sol. Also, euch trifft keine Schuld, Abid. Dennoch können wir euch nicht leben lassen. Das verstehst du doch sicher. Hey, sachte, Bruder. Uns ist euer Mann egal. Glaubt ihr etwa, wir rennen zu den Cops? Es geht nicht um Matt. Aber ihr werdet nun Zeuge eines Mordes werden. Hä? Dachtest du, du könntest einfach hier reinspazieren, einen meiner Leute killen und verlangen, dass wir, die Spiders, deine gottverdammten Handlanger werden? Deine Sklaven, weißer Mann? Du sagtest, dass du die gleiche Vision wie ich hast. Eine neue Ordnung in der Stadt. Das sagte ich. Aber ich werde weder dein Untertan noch die Macht mit dir teilen. Verstehst du? Hey, hey. Seid still. Euch Frauen geschieht nichts. Ihr gehört nun zur Gang. Doch nun komme ich zu dir, Abid. Und deinem kleinen Freund. Wir sind unbewaffnet, das weißt du. Der alten Zeiten wegen werde ich euch eine Chance lassen. 10 Sekunden. Danach ist die Jagd eröffnet. Aber... 10. Komm schon, raus hier! 9. Lauf, ihr Hütchen! Die Tür! Laszlo, lauf! Was ist denn? Zur U-Bahn. 1. Holt sie euch. Bridget, komm gerne rein. Hier, ich wollte nur die Eier zurückbringen, Schätzchen. Ach, wie nett.
Ich habe gerade Kaffee gekocht. Du trinkst doch eine Tasse mit? Ich, eigentlich... Keine Widerrede. Setz dich schon mal in die Küche. Ich komme sofort. Ich zieh mir nur ein Pullover über. Ja, also gut. Aber ich kann nicht lange. Earl wartet auf mich. Ihr könnt auch nicht ohne den anderen, habe ich recht? Naja, wir sind schließlich 45 Jahre verheiratet. Das schweißt zusammen. Ich leg die Eier in den Kühlschrank, ja? Mach das. So, erledigt, Schätzchen. Ach, Herkules, du schmusiger Kater. Dich habe ich ja schon lang nicht mehr gesehen. Moment, das stimmt doch gar nicht. Am Nachmittag noch. Im Müllcontainer. Aber, wie kannst du denn jetzt hier sein? Er ist tot, meine liebe Bridget. So wie du. Tot. Ich guck doch gerade in den Spätkrimi. Die Straßen von San Francisco mit Carl Malden und, wie hieß der noch gleich, Michael, so und so. Ich hatte einen Traum, Earl. Einen schrecklichen Traum. So, die sind hinter uns her. Die Spiders? Ja, und sie haben einen Mann vor unseren Augen getötet. Und jetzt machen sie Jagd auf uns. Die wollen uns töten. Scheiße! Und wir sind unbewaffnet. Nicht ganz. Ich hab noch meinen Nunchaku. Sonst noch eine Waffe dabei? Ein Messer. Aber das gebe ich nicht her. Gehört meinem Grandpa. Rück's raus. Samuel wird's nehmen. So gut. Aber ich will es wieder haben. Wenn ich überlebe, bekommst du es zurück. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Kannst du. Da sind die Ersten. Passt auf! Ihr seid geliefert! Na, kommt schon her! Wer bist du? Hey! Los! Mach ihn fertig! Jawoll! Kleiner, du solltest dich nicht mit uns anlegen. Mist! Ja? Was soll das, du Spinner? Das Messer, Abi! Ran! Scheiße! Kommt schnell weiter! Ja. Klar, mach schon! Ich lasse Grandpas Messer nicht zurück! Verfluchter Scheißkerle! Ihr kriegt euch! Schneidet ihm den Weg ab! Schnell, ich kenne eine Abkürzung. Scheiße, was haben die genommen? Na, Blut, das haben sie doch gesagt! Das glaubst du? Na, da denke ich später drüber nach. Los, folgt mir durch diesen Laden. Entschuldigen Sie, Lady. Wir sind nur auf der Durchreise. Dann schließen Sie besser den Laden hinter uns ab. Hier, durch den Hinterausgang. Die Alte hat den Schreck ihres Lebens bekommen. Da, die Treppe runter, zur U-Bahn. Nehmen wir, oder? Ja, ganz egal, wo die. Erstmal weg von hier. Mach schon, mach schon, mach schon! Da kommt der Erste.
Es hat euch gar nichts gebracht. Nun machen wir euch fertig. Black Eagles. Großmaul. Der sah's. Gut gemacht, Claw. Der einzig wahre Bruce Lee. Was hältst du von der Sache, Abid? Es würde mich nicht wundern, wenn es bald einen Krieg geben wird. Ein Krieg zwischen den Gangs. Wir sollten vorbereitet sein. Meinst du das? Wir werden die anderen Gangs mobilisieren. Die Spiders sind zu weit gegangen. Ein kaltblütiger Mord, noch dazu vor unseren Augen, setzt ein Zeichen. Und zwar, dass Caesar sich nicht mehr an die alten Gesetze hält, die es immer auf den Straßen gab. Soll ich meinen Bruder informieren? Nein, das machen wir unter uns aus. Keine Cops. Also gut. Aber die konnten ganz schön einstecken. Ja, und das werden sie bald wieder müssen. Hallo Pam, hab von diesem furchtbaren Zwischenfall mit Mr. Shaver gehört. Wie geht es dir? Naja, ging mir schon besser. Was ist denn mit deinen Augen? Bei Mr. Shaver war das doch auch so. Hast du dich angesteckt? Ach, ich hoffe, es ist nur eine Allergie. Wo ist denn Dr. Phillips, Sharon? Der ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Keiner konnte ihn erreichen. Ashley auch nicht. Deshalb bin ich eingesprungen. Oh, Dr. Phillips wollte sich heute die Wunde nochmal ansehen und den Verband wechseln und... Ashley? Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Nein, aber ich wundere mich, dass beide nicht da sind. Du weißt, was ich meine. Du meinst, weil Dr. Phillips jetzt solo ist? Du spinnst. Ashley hat sich doch auch erst vor kurzem von ihrem Freund getrennt. Vielleicht haben sie die Nacht durchgemacht und heute verschlafen. Wenn das wirklich so sein sollte, dann... Ach, ich muss. Bestimmt wieder Mrs. Rowe. Die klingelt andauernd. Kein Problem. Ich nehme etwas Verband mit, ja? Mhm, mach das ruhig. Du weißt ja, wo der ist. Und gute Besserung. Danke. Den Verband wechsle ich einfach selber. So, da haben wir ihn ja schon. Moment. Der Kühlschrank. Die Blutkonserven. Ah, es wird nicht auffallen, wenn ich mir ein paar in meine Kiste packe und mitnehme. Und wenn doch. Ich bin schließlich krankgeschrieben und gar nicht da. Gut, dass du schon kommst, Pam. Ich hätte fast ein Ticket bekommen. Na, zum Glück kannte ich die Kollegin. Hast du ihr schöne Augen gemacht? Du weißt doch, dass ich nur Augen für dich habe, Baby. Was hast du denn da in der Kiste? Ist die aus dem Krankenhaus? Ah, nur Verbandszeug. Dr. Phillips war nicht da. Ashley übrigens auch nicht. Oh, nein, oder? Du denkst aber nicht das, was ich denke. Wir kommen doch am Haus von Dr. Phillips vorbei. Achten wir mal drauf, ob Ashleys Wagen auch da steht. Wer hat dir denn dann jetzt den Verband gewechselt? Keiner. Selbst ist die Frau. Aber erst, wenn wir wieder daheim sind. Machst du mir jetzt bitte mal den Kofferraum auf, damit ich die Kiste verstauen kann? Oh, entschuldige, Baby. Muss den Gentleman in mir heute daheim vergessen haben. Noch nie in so einer Bruchbude übernachtet. Wir können froh sein, dass Caesar uns verschont hat. Mach doch, was du willst. Ich passe mich der Situation an. Du meinst, in dieser Gang mitzumachen? In den Betten eines Mitglieds zu landen? Dich benutzen zu lassen? Warum nicht? Habe ich vorher auch gemacht. Und Geld dafür bekommen. Wieso sollte ich meinen Körper nicht einsetzen, wenn dann auch etwas für mich rausspringt? Du bist also eine Nutte? Das beleidigt mich nicht. Wie meinst du, habe ich Saul kennengelernt? Ich habe ihn in einem Club aufgerissen. Hast du etwa nicht mit deinem Chef geschlafen, um etwas zu werden? Nein. Und deshalb bist du immer noch eine kleine Krankenschwester mit einem mickrigen Gehalt. So möchte ich nicht enden. Ich werde mich an Caesar halten. Außerdem ist er heiß. Wenn du meinst. Hast du nicht sein Sixpack gesehen?
Das macht mich voll an. Wart nur ab. Schon bald werde ich neben Caesar stehen und wir werden gemeinsam über Brooklyn herrschen. Die nächste Straße rein. Weiß ich doch. Vorne ist es. Oh, was ist da denn los? Ein Streifenwagen. Da steht Harry und Reggie ist auch da. Ich fahr mal ran. Oh. Ich frag ihn, was los ist. Ich komme mit. Hey, Reggie. Oh, Leroy. Pam. Was macht ihr denn vor dem Haus von Dr. Phillips? Kanntet ihr den Doktor? Ich arbeite mit ihm zusammen. Leider hat sich dieser Mann gestern das Leben genommen. Was? Ist vor Harrys Augen von der Brooklyn Bridge gesprungen. Oh mein Gott. Taucher haben ihn rausgefischt. Oh. Zum Glück auch seinen Ausweis. Deshalb sind wir hier. Oh, schlimme Sache. Deshalb wusste im Hospital niemand Bescheid. Wir haben einen Abschiedsbrief gefunden. Darf ich mal sehen? Sicher. Liebe Freunde und Kollegen, ich habe beschlossen, meinem kümmerlichen Leben ein Ende zu bereiten. Trauert nicht zu lange um mich, denn ich bin es nicht wert. Ich möchte mich bei dir, Beth, für 13 tolle Ehejahre bedanken. Das verflixte 7. haben wir gut hinter uns gebracht, das 13. Jahr nur mit Ach und Krach. Ich war viel zu wenig für unsere Kinder da, das weiß ich jetzt. Georgie und Hope, behaltet euren Vater bitte in guter Erinnerung. Entschuldigen muss ich mich bei Ashley Maloney. Bitte verzeihen Sie mir. Noch ein Wort zu Mr. Saul Shaver, den ich einige Wochen behandelte. Ich verabreichte ihm das Mittel Septuril AL-100, ein in den USA nicht zugelassenes Medikament, das den Krankheitsverlauf leider nicht eingedämmt, sondern eher potenziert hat. Die Nebenwirkung, die mir erst jetzt bekannt geworden ist, ist die fast völlige Emotionslosigkeit, die sie auslöst. Ich fürchte, ich habe aus dem Patienten einen Soziopathen gemacht. Ich hoffe, dass er an Ärzte gerät, die fähiger sind als ich. Ich drücke euch ein letztes Mal, meine Freunde. Euer Craig. Das ist wirklich traurig. Oh Mann. Ach, jetzt fällt mir ein, dass ihr ja bei dem guten Doktor einen Termin hattet. Ja, wir wollten nachsehen, ob er zu Hause ist. Gut, wir müssen jetzt wieder. Wir sehen uns ja am Montag. Leroy, hatte ich dir nicht freigegeben? Was hast du hier zu suchen? Wir kamen eher zufällig hier vorbei, Harry. Meine Freundin Pam. Ich glaube, ihr kennt euch noch nicht. Angenehm. Ebenso. Kennen wir jetzt Leroy? Warte mal. Ich wollte dir eigentlich gestern schon deine Platten bringen, die ich mir für die Grillparty von dir ausgeliehen hatte. Hab sie im Auto. Magst du die mitnehmen? Ansonsten wäre ich heute Abend vorbeigekommen. Na klar, kann ich machen. Bis Montag, Harry. Alles klar. Meine Schwiegereltern waren gar nicht mehr von der Tanzfläche wegzubewegen. Und als ich dann deine Platte von den Temptations aufgelegt habe, war wirklich jeder am Tanzen. Papa was a Rolling Stone. Einfach großartig. War ein schöner Abend und deine Musik hatte einen großen Anteil daran. Danke nochmal. Kennst ja meine jämmerliche Plattensammlung. Na, allerdings. Freut mich, dass ich so deine Familienfeier retten konnte. Selbst mein Cousin Mark konnte ich so ertragen. Ich komme eben mit. Setz dich schon mal in den Wagen, Pam. Mach ich. Grüße deine Frau von mir, Reggie. Das mache ich, Pam. Leroy und seine Platten. Im Radio wird man doch den ganzen Tag mit Musik berieselt. Und das ganz umsonst. Ja. So ein Mist. Hab mich am Karton geschnitten. Eine Heftklammer oder sowas. Du blutest am Finger. Hast du mal ein Taschentuch? Zu Hause packe ich ein Pflaster drauf. Gib mal her. Ach nee, komm. Ablecken ist keine gute Idee. Meine Finger sind dreckig. Ich wollte nur helfen. Und jetzt mach schnell. Ich habe Hunger.
Du bist ja heute den ganzen Tag so still, Taube. Geht es immer noch um diese Katze? Ob Mr. Borden davon weiß? Der Leroy? Ich werde ihn fragen, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Oh, das wirst du nicht tun, Earl. Sonst sieht's doch so aus, als würden wir hinter den beiden herspionieren. Ach, Miss Rosie, du bist ja schon ganz ungeduldig. Moment, ich mach dir was fertig. Du musst aufpassen, sonst wird sie zu fett. Ach, hör auf damit, Earl. Miss Rosie versteht mehr, als du denkst. Übrigens hat uns Janice zu sich eingeladen. Sie hat eine schöne kleine Studentenwohnung in New York City. Hat sich unsere Enkelin also mal gemeldet? Und sobald sie eingerichtet ist, sollen wir sie besuchen. Braucht sie wieder Geld? Sei nicht so ungerecht. Sie hat viel um die Ohren, da kann man sich nicht jede Woche melden. Ich habe ihr gesagt, dass wir gerne in den nächsten Wochen mal zu ihr kommen werden, um die Wohnung zu begutachten. Und ja, ich werde ihr auch was zustecken. New York ist teuer. Wieso besucht sie uns nicht hier? Sie weiß doch, dass ich schlecht zu Fuß bin. Ja, es geht aber um ihre Wohnung, habe ich doch gesagt. Sie kann ja Fotos machen. Dann sehen wir sie auch. Ach, so ein Blödsinn. Sobald sich Janice bei uns meldet, werden wir sie auch besuchen. Basta. Wenn du unbedingt willst, Owen. Jo, da sind meine Homies ja wieder. Habt ihr gestern den Spiders kräftig in den Arsch getreten? Fast hättest du uns nicht mehr wiedergesehen, Cockroach. Jetzt befinden wir uns im Krieg mit den Spiders. Trommle alle Leute zusammen, Cockroach. Und sie sollen bewaffnet sein. Caesar hatte keine Skrupel, uns durch die Stadt jagen zu lassen. Hätten sie uns zu fassen bekommen, wären wir nun nicht mehr hier. Die wollten uns tot sehen. Hey, was redet ihr da? Die Spiders sind unsere Gegner. Ja, aber doch keine skrupellosen Killer. Alles, was die wollen, ist doch etwas Gras zu rauchen und einen wegstecken. So wie wir, Abid. Ja, diese Zeiten sind leider vorbei. Wir erklären dir alles später. Das sind Tiere, Mann. Aber wir könnten ihnen entkommen. Jetzt rüsten wir zum Gegenschlag. Wir werden andere Gangs mit einbinden. Schickt Leute zu den Reds, den Helldivers und den Neon Demons. In dieser Zeit sollten wir uns vereinen. Die sind wie gottverdammte Vampire, weißt du? Sie haben Blut getrunken. Und Caesar hat direkt vor uns einen Mann geköpft. Oh, scheiße. Ja, scheiße. Lass uns keine Zeit verlieren. Wahrscheinlich werden sie nicht lange zögern, sich für unseren Besuch zu revanchieren. Wo ist denn unser kleiner Superheld? Bei seinen Eltern. Laszlo hat sich gut geschlagen. Dieses Bruce Lee-Zeug hat er wirklich gut drauf. Ich bin froh, dass er in unserer Gang ist. Aber wenn er demnächst nur noch Chinesisch spricht, ne? Ey, dann ist bei mir Schluss. Hör doch mal auf mit deiner Privatfehde gegen Laszlo. Samuel hat recht. Wir sind eine Familie. Jeder steht für den anderen ein. Ist ja schon gut. Eine Familie. Jo, wir halten zusammen. Guten Abend, Earl. Wo soll's denn hingehen? Ach, Bridget weigert sich, mir Zigaretten zu holen. Ich soll mir meine Sargnägel mal schön alleine holen, meinte sie. Frauen. Aber man kann auch nicht ohne sie. Ist mit deiner Freundin denn alles okay? Eigentlich sollte ich es dir nicht sagen, aber... Aber Bridget hat eine furchtbare Entdeckung gemacht. Im Müllcontainer. Nun sag schon. Euer Kater, wie hieß er noch gleich? Herkules? Ja, genau. Bridget hat gesehen, wie Pam die Leiche des Tieres entsorgt hat. Eben in unserem Müllcontainer. Was? Sie hat Pam dabei beobachtet, wie sie meinen Kater in den Müll verfrachtet hat? Lass dir das besser nochmal von meiner Frau erklären. Direkt gesehen, wohl nicht, aber sie hat das tote Tier gefunden. Und das, nachdem sie Pam vorher mit einer vor Blut nur so triefenden Tüte im Fahrstuhl begegnet ist. Oh Mann, jetzt muss ich mich erst einmal setzen. Was tust du da? Ach, einige Flyer, die ich in der Umgebung aufhängen wollte. Und ein Bild von Herkules drauf. Das tut mir leid. Danke, Earl. Ich werde mit Pam reden.
Dabei seid ihr doch so ein nettes Paar. Hat Bridget kürzlich auch noch gesagt. Pam hat sich die letzten Tage verändert. Ich wollte es zuerst nicht wahrhaben, aber langsam kann ich es nicht mehr verleugnen. Vielleicht gibt es ja auch eine einfache Erklärung dafür. Na, wir werden sehen. Grüß deine Frau von mir, Earl. Ja, das mache ich. Tut mir leid, Herrn Carter. Jawohl. Deine Freundin ist echt großartig. Hat mich gut verarztet. Ashley? Ja, die ist Krankenschwester. Dieser Arsch wollte mich abstechen. Wenn ich wieder richtig fit bin, nehme ich mir den vor. Ich zerhacke den in lauter kleine Stücke. Das verspreche ich dir. Wenn du meinst. Wo ist denn Caesar? Er ist beschäftigt. Für mich wird er Zeit haben. Dann musst du ein Stockwerk höher. Musst du aber die Treppe nehmen. Der Fahrstuhl geht nicht mehr. In diesem Schuppen funktioniert ja auch rein gar nichts. Beim Duschen kam nur kaltes Wasser raus. Oh, Entschuldigung, Prinzessin. Ist in deinem Trailerpark aber sicher nicht anders. Demnächst wirst du nicht mehr so mit mir reden. Pass bloß auf. War nur ein Scherz. Nichts für ungut. Hab dir schließlich viel zu verdanken. Diese Kraft, die ich nun in mir spüre, die kam von dir. Von deinem blutigen Kuss. Vergiss das nicht. Worauf du dich verlassen kannst. Oh, diese Bruchbude. Ich suche Caesar. Letzte Tür links. Caesar? Caesar, weißt du, ich mag starke Männer, die wissen, was sie wollen. Hau ab, Schlampe! Siehst du nicht, dass du störst? Was? Ashley? Oh, hallo, Carol. Kleines Miststück, was machst du in Caesars Bett? Was geht dich das an? Verschwinde! Aber... Zack, komm sofort hierher! Ja, Caesar? Schmeiß die vollkommen überschminkte Schlampe hier raus! Ich stehe nicht auf solche Clown-Gesichter. Alles klar! Caesar, bitte, ich wollte mit dir reden und du kannst alles mit mir machen. Ich will an deiner Seite sein. Bedauere, ich habe schon jemanden. Dieses zarte Geschöpf her, sie macht mich zu einem glücklichen Mann. Das war meine Idee! Meine Idee! Raus mit ihr! Ich will diese Schlampe nicht mehr sehen. Dürfen wir vielleicht... Meine! Du weißt schon. Macht mit ihr, was ihr wollt. Nein! Nein! Hast du deine Flyer alle unterbringen können? Nicht einen einzigen. Hab sie gar nicht aufgehängt. Wieso denn nicht? Muss ich das jetzt wirklich sagen? Was ist denn? Du hast Herkules entsorgt. Im Container. Streit es nicht ab. Okay, du weißt es also. Ich wollte dir deine letzte Hoffnung nicht nehmen. Ich sagte doch, dass er ausgebüxt wäre und ich fand ihn an einer Ecke neben der Straße. Er sah wirklich entstellt aus. Und dann schmeißt du ihn einfach in den Container. Ich dachte, es würde dir leichter fallen, wenn du weiterhin glauben würdest, dass er nur abgehauen ist. Pam, warum lügst du mich an? Hä? Mrs. Markowitz hat dich gesehen. Du hattest Herkules in einem Beutel bei dir, im Fahrstuhl. Du willst mir doch nicht sagen, dass du die Leiche meines Katers erst noch mit nach oben genommen hast, um ihn zu reanimieren. Lass mich in Ruhe, Leroy. Wenn du der alten, neugierigen Kröte mehr glaubst als mir... Kannst du mir gestohlen bleiben? Hey Schätzchen, nicht so schnell. Wo soll's denn hingehen?
Das geht sie gar nichts an. Hey, Taxi! Mist. Das war wohl nichts. Komm mit mir. Ich stelle dich meiner Gang vor. Wir werden viel Spaß haben. Hey, belästigt sie dieser Mann, Lady? Ich, ja, irgendwie schon. Wer bist du denn? Irgend so ein fucking Superheld? Und was soll das sein? Eine Maske? Ich bin Claw. Und ich bin ein Neon-Demon. Also pass gut auf, sonst stopfe ich dir die Maske in deinen Maul und rotze drauf. Also gut, Alter. Das Blondchen gehört dir. Das ist sie nicht wert. Verschwinde. Danke. Sind Sie so ein Comicheld? Nur ein Kämpfer für Gerechtigkeit. Verschwinde, Bitch. Du hast Caesar verärgert. Und glaub mir, er wird dich töten, wenn du ihm wieder unter die Augen kommen solltest. Aber danke für den Fick, du Bitch. Also, ich hätte dir ja nicht angefasst. Beschwere dich nicht, wenn dein Schwanz nachher abfällt, Zack. Keine Sorge, ich habe einen Gummi genommen. Kein Bock auf Syphilis. Das werdet ihr mir noch büßen, ihr Dreckskerle. Er tut alles weh. War es schlimm? Ging so. Hab schon Schlimmeres erlebt. Was hast du jetzt vor, Carol? Weiß noch nicht. Werde wohl mein eigenes Ding aufziehen. Könnte etwas Hilfe gebrauchen. Du meinst mich? Ich weiß nicht. Das wäre nicht zu deinem Schaden. Eine Königin braucht einen König. Du sagst nichts, Tony. Also gut, dann muss ich mich wohl anderweitig umblicken. Warte, Carol! Wusste ich's doch. Cockroach! Alter! Was machst du auf dem Gebiet der Neon Demons? Ernest, richtig? Ich müsste mal deinen Boss sprechen. Abi checkt mich. Big L ist, wie sagt man, indisponiert. Aber ich kann dich zu seinen Stellvertreter bringen. Ja, ist mir auch recht. Na, dann komm mal mit. Und ansonsten alles fit bei euch? Es braut sich etwas zusammen, mein Freund. Du kennst die Spiders, oder? Die kenne ich. Ein mieser kleiner Scheißhaufen. Ja, du sagst es, Bruder. Ja, und dieser Scheißhaufen hat sich in Bewegung gesetzt. Er wird uns überfluten, wenn wir nicht aufpassen. Kein schönes Bild. So, wir sind da. Warte kurz hier. Ich melde dich an. Ich dachte schon, ihr hättet mich vergessen. Bist du Cockroach? Jo, der bin ich, Mann. Von den Black Eagles? Ja. Dann komm rein. Mein Name ist Don. Wieder gut mit mir. Ich verziehe mich nach dir. Wir sprechen morgen drüber. Ich kann jetzt nicht so einfach. Ich möchte dich verschlingen. Mit Haut und Haaren. Baby, ganz ehrlich. Ich habe im Moment wirklich keine Lust. Mein Kater hat mir etwas bedeutet. Und da kann ich nicht einfach so drüber wegsehen. Sch.
komm, lass das jetzt. Au! Sag mal, spinnst du? Ja. Wolltest du mich beißen? Ja, ich... Oh mein Gott. Leroy, ich... Hey. Ich weiß nicht mehr, was mit mir los ist. Du bist nicht mehr sicher in meiner Nähe, Leroy. Bitte, hilf mir. Wir werden das hinbekommen, Baby. Das hoffe ich. Sie hörten Blut, Folge 2, die Blutsauger von Brooklyn. Leroy Borden, Mike Schlünzen, Pamela Harris, Dorle Hoffmann, Samuel Borden, Marco Rosenberg, Laszlo Klaw, Flo Schabang, Abid, Manuel Schmidt, Cesar, Matthias Heil, Reggie, Alex Bolte, Harry, Boris Greff, Soul Shaver, Felix Würgler, Richard Markowitz, Marion Koch, Earl Markowitz, Werner Wilkening, Ashley, Steffi Preis, Carol, Alex Begau, Sharon, Nadine Most, Cockroach, Pascal Runge, Don, Frank Keiler, Toni, Philipp Bösert, Zack, Christoph Sobol, Ernest, Stefan Hartlein, Dr. Greg Phillips, Garrett Koch, Dr. John Hopper, Matthias Ubern, Shirley, Christine Helmecke, Jinglesprecher, Werner Wilkening, Credits, Janine Koch, Cut, Joe Key One, Fantastonia, Sounddesign, Meinhard Schulte, Idee und Skript, Frank Hammerschmidt, Lektorat, Nadine Most, Musik, Joe Key One und Meinhard Schulte, Coverdesign und Artwork, Joe Key One. Das Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 4.0, ein Hörspiel für das Hörspielprojekt 2024.